Und damit geht's weiter mit Warhammer Endtimes Vermintide. Ja, die letzte Mission hat uns ja übel zugerichtet. Beim letzten ersten Versuch. Warum liegen hier eigentlich nochmal Heilpakete aus? Das verstehe ich gar nicht. Ja, man hat ja irgendwie schon Heilung, ne? Also ja, du hast ja standardmäßig Heilung und dann gehst du da vorbei. Vielleicht liegt das am Schwierigkeitsgrad. Wahrscheinlich hast du auf anderen Schwierigkeitsgraden nicht standardmäßig ein Heilungspaket dabei. So. Dann probieren wir es doch nochmal, ne? Und täglich grüßt die Lorebook-Seite. Ich habe jetzt mal die, ich habe jetzt mal den Dämonenjäger genommen. Und hab darauf spekuliert, dass wir als Helfer den Zwerg kriegen. Und hat ganz gut geklappt. Oh. Okay, wenn man hier steht, kriegt man auch direkt Schaden. Gut. Ich glaube nämlich, dass der Zwerg hilfreicher ist als die komische. Wer wird da jetzt gerade gezogen? Der Zwerg. Scheiße. Aha, come on. Das ist jetzt dämlich. Ja, toll. Ja, das, ich wusste gleich, dass da Gegner herlaufen an der Stelle. Ich dachte, die kommen nur von hier unten. Ja, super. Ist der Zwerg jetzt tot, oder? Ja, der... Ich komme da jetzt nicht mehr hoch. Ich bin ja schon runtergesprungen. Dementsprechend kann ich nichts machen. Ja. Okay, das da jetzt lassen. Die komischen... Ja, ja, egal. Ja, das ist kacke. Wir werden ihn wahrscheinlich irgendwo wieder beleben können, denke ich mal. Ja, das schon, aber... Das ist jetzt ein bisschen blöd. So, bringt uns nicht gar nichts. Oh, da oben laufen die ganzen... Oder da oben stehen die ganzen Kommandanten. Geil. Lustig, dass du die kleinen Ratten mit dem Schild umhauen kannst, also wie kaputt hauen kannst. So, ich ziehe die mal ein bisschen hier rüber. Ja. Hier ist irgendwo eine Giftratte. So, peng. Ja, hier immer schön drauf und dann passt das. Ah, wir haben den Zwerg entdeckt. Er ist offenbar bei dem Ding, was wir so kaputt machen müssen hier. Na, wäre irgendwie unfair, wenn wir den weiter hinten befreien, nur weiter hinter befreien können. Das wäre irgendwie dämlich. Ja, das stimmt. So, befreien den... Ich hau mal die Kette kaputt. So. Jetzt hab ich auf die... Nur, nein! Ah, die Kommandanten dann doch lieber mit der Schrotflinte bearbeiten. Nein, Gasratte. Woher auch immer die jetzt kommt. Oder wo auch immer die hin ist, wie auch immer. So, läuft ganz gut, glaube ich. Ach, bisher geht's eigentlich. Oh. Ja, das mit den Blocken funktioniert manchmal irgendwie auch nicht so ganz gut. Oh, ich bin fast tot. So. Dann müssen wir eben. So, geheilt. Neues Verbandszeug haben wir auch da. Die haben sich alle geheilt. Gut, weiter geht's. Das Tor ist offen. Oh, bisher sieht das ganz gut aus. Ja, doch. Okay, können, ja, alle haben noch Heilung. Da kenne ich irgendwo noch Munition. Leben noch alle einigermaßen. Es sind bisher kaum Leute gestorben, nur der Zwerg eigentlich. Ja, der Zwerg wurde halt direkt am Anfang... Ja, wurde aber das ist ganz interessant. Ja. Der Zwerg hat mein Equipment, also praktisch das Equipment, was ich mit dem Zwerg hab, wenn ich ihn spiele. Aha. Das ist ja nett. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade random ist oder keine Ahnung. Ob das so gewollt ist. Das ist die Frage, ob die Stats darauf die gleichen sind, weil irgendwie habe ich den einen Hammer, den ich da trage, habe ich auch mehrfach mit unterschiedlich guten Stats. Ich habe ein Fass in der Hand.
Könnte mich jemand schützen? Ja. Ich weiß nicht, ob das Fass nicht gerade brennt, weil ich gerade schon getroffen wurde einmal. Okay, es hat gebrannt. Nein, oh, Wettling. Fiat. Oh jo. Soll ich hier ein bisschen den Weg frei machen, so? Ja, erstmal hier. So aus dem Weg, so. Genau. Ist das Viech direkt? Nein, ist es nicht. Oder? Oh, vielleicht doch. Vielleicht war es einfach nur die Ratte hinter mir. Ach, erstmal hier voll auf okay. Die 12. Eins der Hauptprobleme ist auch, wenn du mit dem Fass dann durch dieses, genau gerade dann daher gehst, wenn die, also Blitzdinger, wenn diese grünen Strahlen da kommen, ja. Ja, genau. Ja, genau wie wenn du halt auch angegriffen wirst, da hast du ja das gleiche Problem. Ist ja einfach nur ein großer Angriff gegen dich. Ist ja ein bisschen blöd, dass die Fässer dadurch direkt kaputt gehen. Ja, so, genau. Jetzt ist es vorbei. Hier vorbeilaufen. Zack. So, eins ist dran. Ich würde übrigens hinten, na egal, ich würde eigentlich hinten anfangen. Ach, jetzt ist das schon wieder eine Wettling an der Seite. Also ich würde eher die Fässer zuerst nehmen, an die man schlechter drankommt, weil es hinter natürlich nicht einfacher wird, die Fässer zu platzieren. Ja, das stimmt. Spart man da ein bisschen Weg. So ein bisschen Munition für meine Knarren wären jetzt gerade wieder gut, aber... Eigentlich lag hier irgendwo Munition rum, ich weiß noch nicht wo. Pass auf, dass die Wettling. Mhm. Ah, das war sehr smart. Timing so verkackt, dass er mir eine volle Breitseite gegeben hat, jawohl. Na? So, jetzt fehlt nur noch eine. Na, ich habe ein Fass, aber ich muss mich mal eben teilen. Ich müsste mich mal eben teilen, sagen wir es so. Müsste es der Punkt, ja. Genau, da waren dann nämlich wieder zu viele um mich herum. Sehr gut. Irgendwer ist gestorben? Ja, ich. Na, oh, come on. Netzwerk steht neben mir. Sehr gut. So, nehmen wir das Fass mit. Jetzt müssen wir mal hier durchballern. Hm, er lädt gerade. Zack. Nein, da kommen welche von links. Uhu. Jetzt nicht mehr. Perfekt. Was ist da hinten los? Ein Assassin. Zwerggott reckt. Hm? Einfach so hier durchschneiden. Sehr schön. Ich muss sagen, als wenn die Feuermagierin nicht dabei ist, ist es irgendwie besser. Also irgendwie das Gefühl, die Magierin war jetzt nicht so gut immer als Bot. Der Zwerg macht sich besser. Da, Munition. Sehr gut. Genau, da ist und rechts gut, war auch noch welche. Dann... Mal los. Oh, was? Wunden heilen? Oh, hä? Hier war doch nichts. Hm. Komisch. Die Kettenhalterungen. Ja. Wetten, es kommt eh wieder ein Ogre. Handbombe. Ja, natürlich. Gehört hier zu. Bin ich fest von überzeugt. Ja, oh, hat ein Ogre. Sehr gut. Natürlich auch hier direkt, weil sonst wäre es langweilig. Ja, die relativ rüberspringen, können direkt mal wieder runterfallen. So. Och ne, jetzt ist hier auch noch ein Kommandant. Der fällt da jetzt gleich mal runter, habe ich gehört. Ah, werfen wir da mal eine Brandbombe drauf. Zack. Ach, wie schön das explodiert. Schön. Okay, es haben noch drei Schläge gefehlt bei der Kettenhalterung. Ist der Ogre denn tot oder lebt er noch? Weiß ich nicht. Ich sehe ihn gerade nicht. Noch. Okay. Ja. Ich höre ihn auf jeden Fall noch brüllen. Der ist gerade ein bisschen tot. Oh, der Zwerg. Der Zwerg ist tot, ja. Aber der Rattenogre gleich auch.
Alter, wie viel hält er denn? Ist er tot? Ich wollte gerade sagen, wie viel hält er aus, aber das geht. Oh Gott, diese Ankerpunkte halten aber auch innerlich viel aus. Oder die Waffe irgendwie blöd, wenn jetzt bei jedem Ankerpunkt ein Uhr kommt. Na, wer weiß. Ach komm, ja, alles klar. So, ich bin bei dir. Ja, jetzt ist gut. Jetzt hätten wir hier für unten vielleicht mal aus. Nein, jetzt direkt da. So. Mensch. Ach, der da. Jetzt wiederbeleben und retten und überhaupt. Trollo da, ey. Mensch. Weg. So, die Hälfte haben wir schon. Och, weht hier etwas. Diese Blitzteile sind irgendwie sehr unauffällig. Ah, hier liegt schon mal ein Fass rum, das ist schon mal nicht so gut. Was ist hier los? Ja, den Zwerg hat es erstmal durch das Ding gereckt. Ja, die Lebensquote unseres Teams ist jetzt im Moment nicht so gut. Das ist so. Richtig. Da haben wir kaputt gemacht. Ach, hier nicht. Na, okay, Trank. Mensch. Ah, hier ist auch wieder so ein Spieß neben. Treffe ich das überhaupt? Ist das überhaupt Schaden? Ja doch, ich glaube schon. Ah, mit dem Geschwindigkeitstrank geht das ganz gut. Ja, Stärketrank hätte ich jetzt auch nehmen können. Pass auf, dass wir so ein Dorn nehmen. Oh, was ist jetzt los? Bisschen dunkel. Oh, ja, Cinematic. Cinematic, sehr gut. Eure Angriffe sind kläglich. Ich hoffe, dass das was Gutes ist. Der Turm stürzt ein. Oh, alles stürzt ein. Unten. Aha, er fällt mit runter. Sehr gut. Ich glaube, es gibt keinen Bosskampf mehr. Ah, diese grüne Wolke. Hm. Das ist bestimmt nicht tot. Das ist Tod des Anführers. Aha. Irgendwie sehen die Raben da etwas gruselig mit den roten Augen. Clanfester's assault was but a taste, a foreshadowing of what was to come. The battle for Uberschreik had been won, but the war had barely begun. The fires of Uberschreik were a signal. As the city burned, the borders of the Empire came under siege. From Skaven, from the Chaos Warriors of the North. Ah ja. Ja, das war dann also das Hauptspiel. Also war das nur der Auftakt? Jetzt ist die Frage, inwieweit das jetzt der Auftakt war. Also ja, ich glaube, es geht einfach darum, dass es eine Vorgeschichte von irgendwas aus dem Warhammer-Universum erzählt, schätze ich mal. Die DLCs sind dann der eigentliche Krieg. Weiß ich nicht. Oder irgendein anderes Spiel ist der eigentliche Krieg. Oder irgendwelche Bücher, die wir nicht kennen. Schon länger keinen Beutewürfel mehr gefunden. Oh, zwei? Oh ja, endlich mal eine Knarre. Das erste Mal. Treue Hakenbüchse. Und zwei Antammer. Hm. Okay, dann gehen wir erstmal zurück zum Gasthaus. Das Horn des Magnus? Okay. Ja, das war das allererste. Ah, steht auch allererste drin. Dingenskirchen. Mission. Ich gucke jetzt mal auf den Missionsplan. Muss mal gucken. Ich lade derweil noch ein bisschen.
Ja, ich auch. Übers Reik. Ne, das war die letzte Mission vom Hauptspiel. Gut. Da war das jetzt eine etwas kürzere Folge, aber dafür war es ja dann halt irgendwie das Ende. Ja. Gut. Dementsprechend würde ich sagen, wir gucken beim nächsten Mal weiter. Ja, beim nächsten Mal geht es dann mit den DLCs weiter, ne? Ja. Genau. Die haben wir nämlich auch noch offen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin.